In dieser Review geht es um die Kryptohandelsplattform Swissborg. In meinen Augen ist es eine der besten Krypto-Exchanges in Europa, vielleicht sogar weltweit. Dieses Projekt bietet ein qualitativ extrem hochwertiges Produkt an und kann auch sehr, sehr starke Tokenomics vorweisen. Ich stelle euch Swissborg in dieser Review vor, spreche über die Chancen, die Risiken, mache eine Einordnung in den Gesamtmarkt und gebe auch meine persönliche Investment-Einschätzung ab. Swissborg beschreibt sich selbst als Kryptovermögensverwalter und nicht nur als bloße Exchange, um Kryptos zu kaufen oder zu verkaufen. Ich kann das so unterschreiben, denn das Projekt bietet wirklich ein umfassendes Paket an Dienstleistungen an. Zunächst mal liefert die Plattform ein sehr, sehr gutes Einstiegstor in die Kryptowelt, weil sie 16 verschiedene Fiat-Währungen akzeptiert. Darunter sind viele europäische Währungen wie der Euro, das britische Pfund oder auch die dänische Krone und so weiter, aber auch exotischere Sachen wie der Hongkong-Dollar, der Singapur-Dollar oder auch der israelische Schekel. Auch was die technischen und regulatorischen Sicherheitsstandards angeht, ist die Plattform sehr gut aufgestellt. Um die User-Funds zu schützen, verwendet Swissborg ein sogenanntes MPC-Wallet-System. Das steht für Multiparty Computation. Ganz grob erklärt, dass der Sicherheitsschlüssel ist dabei in mehrere Teile unterteilt, die bei einer Transaktionseinleitung in einer bestimmten Reihenfolge verwendet werden müssen. Das macht einen Hacking-Angriff extrem schwer. Auch im Falle einer Insolvenz sind die Kunden von Swissborg sehr gut geschützt, weil rechtlich sind die für den Kunden verwahrten Vermögenswerte komplett von dem Balance Sheet des Unternehmens getrennt und werden auch separat aufbewahrt. Also das heißt, im Falle einer Insolvenz kann das Kapital an die Kunden ohne Probleme ausgezahlt werden. Zudem gibt es noch ein Sicherheitsnetz für Premium-Nutzer, die ihr Kapital über DeFi-Anwendungen über die Plattform anlegen. Heißt, wenn da was schiefgehen sollte, werden sie aus diesem Sicherheitsnetz entschädigt. Swissborg hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und weitere Standorte in Estland und Portugal. Das Unternehmen hat also eine EU-Lizenz für die Verwahrung von Vermögenswerten und Angebote von Finanzdienstleistungen. Sprechen wir als nächstes über die Produkte von Swissborg, also was kann man auf der Plattform alles machen? Swissborg bietet einen Großteil seiner Produkte über eine App an, die sogenannte Wealth App. Das heißt, es gibt bisher auch noch keine Desktop-Version der Plattform. Über die Wealth App findet der Handel statt. Es können DeFi-Dienstleistungen und weitere Produkte von Swissborg genutzt werden und auch der Media-Content der Firma wird über die App eingebunden. Also die Firmenkommunikation, aber auch Educational-Content zum Thema Krypto-Investments und dem Blockchain-Sektor als solches, den die Firma anbietet. Eines der Alleinstellungsmerkmale von Swissborg ist auf jeden Fall die sogenannte Smart Engine. Das ist eine von dem Unternehmen selbst konzipierte Engine, die die beste Preisausführung über mehrere Plattformen hinweg für den Kunden gewährleisten kann. Das wird erreicht, indem das System direkt mit den Marktplätzen von 5 der größten Kryptohandelsplätze weltweit kommuniziert. Also mit Binance, Kraken, Bitfinex, HitBTC und LMAX. Die Daten werden dann gescannt und in Echtzeit die besten Kauf- und Verkaufsoptionen errechnet. Auf Wunsch kann der Anleger dann das entsprechende Asset kaufen oder verkaufen. Und der Handel findet dabei direkt zwischen Nutzer und der Swissborg-App statt. Das heißt, man muss sich also keinen Account auf den jeweiligen Börsen erstellen. Ein weiteres starkes Feature, das durch diese Smart Engine entsteht, ist, dass für den Nutzer auf der Plattform einzigartige Handelspaare möglich werden, die es auf den anderen Exchanges nicht gibt. Also Swissborg-Nutzer können auf der Plattform sämtliche gelisteten Assets untereinander direkt swappen. Und das wird alles im Hintergrund von der Smart Engine über die verschiedenen Exchanges ausgeführt zum bestmöglichen Preis. Und für den Nutzer ist es im Endeffekt nur eine einzige Transaktion, obwohl im Zweifel dann ganz viele verschiedene Transaktionen im Hintergrund stattfinden. Die Gebühren werden dann auch sehr, sehr transparent dargestellt, anders als bei vielen anderen Krypto-Exchanges. Und ich persönlich finde auch, das sind mit die nutzerfreundlichsten Gebühren im ganzen Sektor. Ein weiteres Feature ist das sogenannte Yield-Programm von Swissborg. Man kann viele der Assets, die auf der Plattform gelistet sind, direkt im DeFi-Sektor anlegen und dann Staking- oder Lending-Zinsen einnehmen. Was ich an dem Feature sehr stark finde, ist zum einen die sehr einfache Bedienung. Also für den User sind das im Endeffekt nur wenige Klicks und Swissborg wickelt dann den Rest im Hintergrund ab. Und zum anderen auch die geringen Lock-up-Perioden. Also es dauert lediglich 24 Stunden für die Ein- und Wiederauszahlung. Man kann seine gestakten Kapitalerträge also jederzeit wieder rausholen. Was zusätzlich noch sehr stark ist, die Mindestinvestmentbeträge sind auch sehr gering. Also es können auch User mit sehr, sehr wenig Kapital diese DeFi-Möglichkeiten nutzen, auch wenn das, wenn sie es selbst über das eigene Wallet machen würden, nicht möglich wäre, weil dann zum Beispiel die Gebühren auf Ethereum viel zu hoch wären. Aber über Swissborg kann man auch ganz, ganz geringe Beträge in dieses Yield-Programm einzahlen. Hier kommt dann auch dieser beschriebene Ansatz von Swissborg als Vermögensverwalter zur Geltung, weil zum einen hier Leute auch mit sehr, sehr wenig Kapital die Möglichkeiten des Kryptosektors nutzen können und zum anderen ist das alles auch sehr, sehr nutzerfreundlich. Also es können auch Leute DeFi, Yielding und Staking und so weiter benutzen, die eigentlich auf der technischen Ebene keine Ahnung davon haben und das selber gar nicht umsetzen können.
Ein weiteres cooles Produkt von Swissborg ist das sogenannte Thematics. Das kann man sich wie so eine Art Krypto-ETF vorstellen zu einem bestimmten Thema. Allerdings mit dem Unterschied, dass die darunterliegenden Assets tatsächlich gedeckt sind. Also man investiert wirklich in diese Assets und nicht lediglich in einen Index, wie das bei einem ETF in der normalen traditionellen Finanzwelt der Fall ist. Bisher gibt es ein Thematic zum Thema Web3. Das sind 13 ausgewählte Projekte. Die werden alle 3 Tage automatisch gerebalanced und alle 70 Tage wird das komplette Thematic überprüft auf Performance. Und im Zweifel findet dann eine Reallokation statt. Also neue Projekte kommen rein, alte fliegen raus, je nachdem wie die Performance ist. Auch hier sind die Minimalinvestments sehr gering. Der Minimalbetrag beträgt lediglich 5 Euro. Und auch bei diesem Produkt müssen die User nichts machen. Das findet alles automatisch im Hintergrund mit Swissborg als Dienstleister statt. Ein weiteres spannendes Projekt, was Swissborg jetzt gerade erst rausgebracht hat oder was gerade jetzt erst startet, ist das Swissborg Launchpad. Das ist ein Multi-Asset-Launchpad und das soll dieselbe Funktion erfüllen, wie es derzeit Venture Capital Investment Unternehmen in der traditionellen Finanzwelt machen. Also Projekte in einem frühen bis sehr frühen Stadium zu finanzieren. So, der große Unterschied ist ja aber, auf dem Launchpad sollen Finanzierungen für alle möglichen tokenisierten Assets möglich werden. Also die Firma hat in Blog-Einträgen schon genannt, als Möglichkeiten Private Equity, also Unternehmen im frühen Stadium, Anleihen, Immobilien, aber auch Krypto-Projekte. Also es sind nur einige Dinge, die potenziell dann möglich werden. Zum Start will Swissborg selbst eine Series A-Finanzierung durchführen für das eigene Unternehmen. Und das Gute an diesem Launchpad ist, also während in der traditionellen Finanzwelt nur professionelle Investoren mit einer Menge Kapital Zugang zu Venture Capital Investments haben, was durch die Regulatorik eben so ja, gemessen wird bzw. erlaubt wird, wird es nämlich mit diesem Launchpad möglich sein, auch für Privatinvestoren und auch mit sehr, sehr geringem Startkapital bei solchen Venture Capital Investments mitzumachen. Sprechen wir jetzt über den Token von Swissborg, den sogenannten CHSB-Token. Das ist der Utility-Token, der eine zentrale Rolle auf der Plattform einnimmt. Der wurde im Februar 2018 über ein ICO ausgegeben. Und damals belief sich das Gesamtsupply auf 1 Milliarde Token. Bei dem ICO wurden 400 Millionen Token an die breite Öffentlichkeit ausgegeben, zu einem Preis von damals 10 Dollar Cent, also 0,1 Dollar. Und etwa 240 Millionen Token gingen laut Daten von Messari. Ich öffne es mal kurz. Laut Daten von Messari wurden etwa 240 Millionen Token an private Investoren veräußert, 150 Millionen Token wurden für das Team gelockt und 200 Millionen Token sind initial in der Firmen Treasury einbehalten worden für diverse Verwendungszwecke, also für Marketing, Affiliate-Programme und so weiter und so fort. Laut Daten von Swissborg selbst sind derzeit knapp 200 Millionen Token eingefroren für die Premium-Memberships, also die verschiedenen Stufen, die es auf der App gibt, für Vergünstigungen aller Art. Und 400 Millionen Token sind in dem Yield-Programm des CHSB-Tokens derzeit eingefroren. 14 Millionen Token sind mittels des Buyback-and-Burn-Programms bereits vernichtet worden, also das Gesamtsupply hat sich um diese 14 Millionen Token verringert. Es gibt auf jeden Fall ein paar Whales bei dem Programm, die große Tokenbestände noch haben aus ICO-Zeiten und so weiter. Das heißt, diese könnten potenziell auch Einfluss auf den Token nehmen. Aber alles in allem ist ein sehr großer Teil der Tokens gelockt, entweder im Yield-Programm oder im Premium-Account-Programm. Heißt, zwei Drittel Minimum sind derzeit kursieren nicht am Markt. Das ICO ist wie gesagt im Februar 2018 gestartet, danach ging es ja erstmal in den damaligen Bärenmarkt, dann ging es auch für den Token stark bergab auf unter 1 Cent. Im letzten Bullenmarkt ist der Token allerdings, hat er sehr stark Performance explodiert, zwischenzeitlich ist das Projekt auf eine Bewertung von weit über 1 Milliarde Dollar gestiegen, aber jetzt im derzeitigen Bärenmarkt hat der Token, musste auch wieder eine Menge Tribut zahlen und derzeit notiert er ungefähr 2x über dem initialen ICO-Preis, also bei ja etwas mehr als 20 Cent, heißt ja ist derzeit ein 2x über ICO-Preis. Was kann der Token alles? Was sind die Utilities? Also er ist zum einen ein Governance-Token. Er gibt seinen Haltern Governance-Rechte und das Unternehmen hält immer wieder Referenden, also Abstimmungen ab über die weitere Ausrichtung der Plattform. Und der CHSB-Token ist dabei eben, fungiert als Stimmrecht. Es hat in der Vergangenheit schon einige Abstimmungen gegeben, zum Beispiel wurde darüber abgestimmt, ob die Plattform initial als App oder als Desktop-Variante aufgebaut werden soll. Offensichtlich hat die App-Variante gewonnen. Derzeit existiert die Swissborg-Plattform ausschließlich als App. Zudem wurde auch darüber abgestimmt, in welchem Bereich des Kryptosektors Swissborg in Sachen Investments und so weiter auf welchem Bereich sie sich fokussieren wollen. Und da hat Gaming gewonnen. Und hier hat Swissborg
auf jeden Fall auf das Referendum, auf den Wunsch der User gehört und hat mittlerweile eine eigene Plattform in Sachen Gaming aufgebaut. Und zwar die Plattform Xborg, die sich genau eben auf das konzentriert. Also Gaming im Blockchain-Bereich, beziehungsweise ja, GameFi, wie man das ja auch nennt. Dazu wird es eine eigene Projektreview geben. Da gehe ich jetzt hier nicht im Detail drauf ein. Weitere Funktionen von dem Token wären zum einen die Premium-Mitgliedschaft. Da gibt es verschiedene Tiers. Also der gewährt Premium-Status und verschiedene Levels für die Halter. Dazu muss eine bestimmte Menge an Tokens für den Zeitraum von einem Jahr, also von 365 Tagen, eingefroren werden. Die Liste der verschiedenen Stufen, die finden wir hier links auch wie immer in der Videobeschreibung. Das sind die verschiedenen Premium-Stufen, die es gibt. Dazu muss dann jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Tokens für ein Jahr eingefroren werden. Heißt, sie müssen dafür nicht bezahlt werden, sondern lediglich eingefroren werden. Also nach diesem Jahr kann man die Tokens wieder rausholen und wieder frei am Markt verkaufen. Allerdings, wenn man sie aus dem Premium-Programm rausholt, verliert man auch die Premium-Rechte, die diese hier gewähren. Also das wären geringere Handelsgebühren und auch ein Boost für das Yield Farming oder auch für ein Produkt wie Thematics und so weiter. Ein weiteres Feature wäre das Yield-Programm, weil der CHSB-Token hat ein eigenes Yield-Programm, was sich ein bisschen von dem Yield auf die anderen Assets auf der Plattform unterscheidet. Also der erste ganz große Unterschied, die Zinserträge kommen nicht aus dem DeFi-Sektor, weil man den Token in DeFi anlegt, sondern die werden über die Firmen-Treasury ausgezahlt. Also es wird über die Gewinne, die die Plattform erwirtschaftet, finanziert. Wie hoch der Zins ist, das hängt auch von dem sogenannten Community Index ab, den das Unternehmen aufgebaut hat. Der wird über verschiedene Metriken gemessen, unter anderem das Handelsvolumen auf der App oder auch Social Media Aktivität. Und der bestimmt dann den Zins, den man auf das Yield-Programm erhält. Das Gute bei diesem Yield-Programm ist, das versucht auch, wie generell der Ansatz von Swissborg ist, Leute mit wenig Kapital nicht zu benachteiligen. Und deswegen gibt es verschiedene Tiers bei dem Yield-Programm. Hier sehen wir das. Also das bedeutet im Endeffekt, für die ersten Tiers an gestakten CHSB gibt es mehr Prozentsatz an Zinsen als für höhere Levels. Also das heißt, jemand, der nur 2000 CHSB besitzt und investieren kann, der kriegt, wenn er die staked, darauf ungefähr 8%, wenn er überhaupt kein Premium-Tier hat. Und hier seht ihr dann die weiteren Levels. Und je mehr man staked, desto weniger wird es insgesamt. Also ein riesiger Whale, der, sagen wir jetzt mal, 1 Million Tokens hat und die staked, der kriegt dann natürlich nicht auf die kompletten Millionen Tokens einen Zinssatz von 8%, sondern das reduziert sich immer weiter mit je nach Höhe der Anzahl gestakten Coins. Auch hier sieht man dann wieder diesen community-zentrierten Ansatz von Swissborg und dass sie eben Vermögensverwaltung, Wealth Management für jedermann möglich machen wollen. Dann haben wir noch ein Buyback-and-Burn-Programm, so wie es viele Exchanges haben. Also ein gewisser Prozentsatz, der vom Yield-Programm eingenommen wird und generell von den Gebühren auf der Handelsplattform eingenommen wird, der wird eben dazu verwendet, Tokens am Markt zurückzukaufen und zu verbrennen. Hier kann die Community teilweise aber auch mitentscheiden, ob der Betrag verbrannt werden soll oder anderweitig eingesetzt werden soll und so weiter. Das hat sich im Laufe der Zeit auch schon einige Male verändert. Die haben da immer wieder dran gearbeitet, Verbesserungen gemacht. Ja, und in Zukunft, wer weiß, vielleicht wird noch mal an dem Konzept gefeilt und es in Zukunft noch mal verändert. Hier hat die Community aber auch immer ein großes Mitspracherecht und es wird immer transparent kommuniziert. Sprechen wir jetzt über die Chancen des Projekts. Also ich finde, dass Swissborg ein wahnsinnig gutes Produkt anbietet. Swissborg macht das, was zentralisierte Exchanges tun sollten, also Leuten einen einfachen Zugang zu Krypto zu ermöglichen, die eben technisch nicht so versiert sind und keine Ahnung haben. Genau da liefern sie gut ab. Und hier sehe ich die Plattform, ich persönlich sehe sie als einen der führenden Anbieter, was die Qualität angeht und auch was die Nutzerfreundlichkeit angeht. Zumindest in Europa, vielleicht sogar weltweit. Was die Gebührenstruktur und was die Handelsmöglichkeiten angeht, liefert das Unternehmen auf jeden Fall ja branchenführende Standards ab, meiner Meinung nach. Die Auswahl an Assets ist natürlich nicht ganz so groß wie jetzt beispielsweise bei Binance oder so. Die wird aber laufend erweitert und es wird eben auch sehr große Sorgfalt bei der Aufnahme von Assets gelegt. Und auch was die Produktpalette jenseits von den reinen Trading Pairs und gelisteten Assets angeht, finde ich Swissborg sehr, sehr stark. Zum einen das Yield Farming, das ist für mich persönlich, also ich habe zumindest noch keinen viel besseren Anbieter gefunden. Das ist eine sehr, sehr einfache und ich finde auch sehr, sehr sichere Art und Weise, in DeFi anzulegen, mit den DeFi-Protokollen zu interagieren. Viel besser, als wenn man das selber machen muss, über ein eigenes Wallet und so weiter, mit den ganzen technischen Risiken und so weiter. Und auch, dass man hier sehr, sehr geringe Beträge investieren kann, finde ich, ist ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt. Und dazu kommen eben die ganzen anderen Sachen, die laufend erweitert werden. Also so neue Produkte wie Thematics oder auch das Launchpad. Die Plattform entwickelt sich laufend weiter, bietet eben umfassende und komplexe Finanzdienstleistungen mit sehr einfachem Zugang. Und bisher ist Swissborg auch eine der wenigen Plattformen, die eben wenig bis gar nicht von diesen ganzen Tumulten, die wir jetzt in diesem Bärenmarkt gesehen haben, betroffen ist. Also,
ja, mit den Problemen im DeFi-Sektor, mit Kapitalverlusten, mit Hacks, aber auch mit so einem Skandal wie FTX. Also Swissborg hatte mit solchen Problemen bisher eigentlich noch überhaupt nichts zu tun. Auch was die Unternehmensführung angeht und die Ziele und die Entwicklung und generell, wie man das mit der Community kommuniziert und wie man die Community auch einbindet, finde ich Swissborg sehr, sehr transparent, erfreulich transparent sogar. Also die informieren über diverse Formate, über alles, was bei dem Unternehmen so vorgeht, bieten aber auch sehr guten Educational Content generell zum Thema Investieren in Krypto und zur Blockchain-Tech an sich an. Ich zeige es dir mal, das hier ist der YouTube-Kanal von Swissborg. Hier macht zum Beispiel der CEO persönlich, also Cyrus Faisal ist der CEO, der macht einmal die Woche ein Recap, redet über den Gesamtmarkt, aber redet vor allen Dingen auch über das Projekt, was es Neues gibt, was es für Entwicklungen gibt, was die Pläne sind, neue Announcements und so weiter. Zusätzlich dazu haben sie dann noch Experten in den jeweiligen Bereichen, die eigene Formate machen, also sei es jetzt speziell zu NFTs oder Anlegen für Anfänger oder einen Gesamtmarktüberblick und so weiter. Also auch da bietet die Plattform wirklich ein umfassendes Angebot an Content an. Swissborg ist immer noch ein kleiner Fisch, ein Zwerg im Vergleich zu Binance oder Kraken oder Coinbase und so weiter. Und die bisherige Unternehmensentwicklung, die zeigt in meinen Augen zumindest, das Projekt wächst vielleicht langsamer als andere Spieler in der Branche. Das liegt aber, finde ich persönlich, auch daran, dass hier zum Beispiel auch keine unlauteren Methoden verwendet werden. Also dass nicht sowas wie bei FTX gemacht wird, um mit Kundengeldern am Markt zu zocken, dadurch das Kapital nochmal zu leveragen, in dem Bullrun natürlich sehr viel mehr Geld zu verdienen und das auch fürs Firmenwachstum zu nutzen, aber dann in dem Bärenmarkt eben auch nicht unterzugehen, weil man dann eben nicht diese Probleme hat, die FTX jetzt hat. Das Unternehmen, das konzentriert sich stattdessen eben darauf, ein organisches, ein nachhaltiges und auch ein wohlüberlegtes Wachstum an den Tag zu legen, während viele andere Projekte im Sektor eben die initiale Phase gar nicht überstanden haben. Also Swissborg segelt bisher jetzt solide durch den zweiten Bärenmarkt und auch in diesem Markt bekommen sie es wieder hin, starke neue Features rauszubringen, die App an sich zu verbessern, ja generell das Produktangebot zu erweitern, zu verbessern. Und ja, das sehen wir jetzt mit den Thematics, dem Launchpad und so weiter. Und in diesem Bärenmarkt hat es eben auch wieder viele kleine Verbesserungen an der App an sich gegeben. Also sowas wie Preisalerts oder dass man jetzt auch mit Kreditkarte einzahlen kann und so weiter. Also hier passiert im Bärenmarkt wirklich einiges. Das Projekt konzentriert sich nur auf die Weiterentwicklung und ja eben auf ein gesundes Wachstum. Und die haben überhaupt keine, so wie es scheint, zumindest überhaupt keine Probleme im derzeitigen Bärenmarkt. Und das ist natürlich eine Chance für den nächsten Bullrun, weil die Plattform dann eben wiederum noch besser aufgestellt ist, mehr Kunden anzulocken und dass sich das dann entsprechend auch im Wachstum und vor allen Dingen dann auch in der Bewertung bemerkbar machen wird. Kommen wir zu den Risiken. Also klar, das Projekt unterliegt natürlich den allgemeinen Risiken, den Plattformen dieser Art, also Krypto-Exchanges, entgegenblicken, weil die Frage der Regulatorik dürfte natürlich in den nächsten Jahren einer der Kernpunkte für die ganze Branche werden. Hier finde ich Swissborg aber sehr, sehr gut aufgestellt, weil das Projekt bemüht sich eben proaktiv um eine sinnvolle Zusammenarbeit mit allen relevanten Behörden. Sie bemühen sich immer darum, sämtliche Lizenzen zu haben, sämtliche Rechte, sämtliche Voraussetzungen zu erfüllen. Und bisher hatten sie auch keine regulatorischen Schwierigkeiten in irgendeiner Art. Ich finde generell, dass es bei diesem Projekt eigentlich keine wirklichen Red Flags gibt. Ich habe sehr, sehr wenig Risiken ausgemacht. Ich habe natürlich, wie bei jedem anderen Projekt auch, in was ich investiere, wo ich meine Research mache, sehr lange nach Red Flags und sowas, Schwachstellen und so gesucht. Ich habe aber wirklich keine relevanten, zumindest keine internen Probleme gefunden, die mir als große Gefahr aufgefallen sind. Ich finde, für Swissborg ist eine der größten Hürden abseits von der Regulatorik, von der Thematik, eben die Durchsetzung gegen die Konkurrenz. Weil Swissborg bisher, ja, das Wachstum war extrem gut, aber man ist eben noch ein bisschen hinterhergehinkt. Hier wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen im letzten Bullrun, wenn man sich noch mehr auf das Marketing, ja, und die Öffentlichkeitsarbeit konzentriert hätte. Das ist allerdings eine Beschwerde auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ich meine das auch, also ich bin da nicht 100% dabei bei dem Argument, weil andererseits bin ich eben auch gerade ein Fan davon, wie sie das machen. Und generell, wenn man sich eben auf langfristiges Wachstum konzentriert und eben vor allen Dingen darauf konzentriert, exzellente Produkte zu machen und einen hohen Standard zu erreichen und zu realisieren, damit die Nutzer und das Wachstum dann eben ganz von alleine kommen, weil das Produkt eben so gut ist. Ja, das finde ich gut und genau das scheint Swissborg ja auch, also hat Swissborg bisher gemacht und scheinen sie auch weiter so zu machen, obwohl hier in diesem Jahr und im letzten Jahr auch schon ein bisschen mehr passiert ist, was Marketing angeht. Da wird jetzt auch mehr gemacht von der Firma und hier wird eben noch der Baustein für die Zukunft gesetzt, dass man im nächsten Bullrun dann auch deutlich mehr Momentum erreichen kann, mehr Wachstum erreichen kann und vor allen Dingen mehr Bekanntheitsgrad erreichen kann. Vor allen Dingen die Geschichte mit FTX dürfte hier für ein Projekt wie Swissborg langfristig sogar eher positiv sein, weil Swissborg dann einer der wenigen legitimen Player am Markt ist, der da noch übrig ist nach dieser Geschichte.
Und wie gesagt, auch jetzt im Bärenmarkt entwickelt das Projekt sich wieder weiter, liefert ab und ist zudem eines der wenigen ICO-Projekte noch aus 2017, 2018 aus der Hypephase, die wirklich da überlebt haben und ein fast funktionierendes und vor allen Dingen sehr gutes Produkt hervorgebracht haben. Also die haben mittlerweile einen Track Record, die haben eine sehr engagierte, sehr treue Community, die auch immer weiter wächst. Und das ist eben sehr solides Fundament, mit dem man auch jetzt so eine schwierige Marktphase relativ einfach überleben kann und dann im nächsten Bullrun wieder umso stärker daraus hervorgehen kann. Dann nochmal eine kurze Einordnung in den Gesamtmarkt. Swissborg hat laut eigenen Angaben etwas mehr als 110.000 CHSB-Tokenhalter, knapp 700.000 App-User, die sich insgesamt auf der App registriert haben und derzeit 0,6 Milliarden Dollar an Assets under Management. Klar, das war natürlich im Bullrun schon mal wesentlich höher, aber das sind derzeit eben die Zahlen. Das sind solide Zahlen und das Projekt scheint auf jeden Fall auch schon bereits geschäftlich tragbar zu sein, aber da ist natürlich noch eine Menge Luft nach oben. Swissborg hat natürlich auch noch hohe Ambitionen und jetzt über das Launchpad, was sie als Produkt starten, wollen sie auch eine eigene Series A-Finanzierung machen. Also eine Series A-Finanzierung im Venture Capital-Bereich ist, wenn ein Unternehmen bereits ein funktionierendes Produkt hat und Cashflow hat und Einnahmen macht, aber sich jetzt eben auf das höhere Wachstum konzentrieren will. Dazu ist eine Series A-Finanzierungsrunde da, weil da wirklich größere Summen eingenommen werden und Investoren dann eben durch ein bereits funktionierendes, vielversprechendes Produkt da dann eben angelockt werden. Sie wollen eben darüber weiteres Kapital aufnehmen, um eben das Wachstum und auch die Weiterentwicklung der Plattform weiter anzukurbeln. Ja, und mit den genannten Zahlen, also mit den knapp 700.000 Usern und einer Marktkapitalisierung von derzeit ungefähr 200 Millionen Dollar, schauen wir es uns nochmal auf dem Snapshot an. Wir sind derzeit bei ungefähr, ja, 220 Millionen Dollar, ist Swissborg auf jeden Fall noch ein sehr, sehr kleiner Fisch im Gesamtsektor, das muss man klar sagen. Hauptsächlich tätig sind sie in der Schweiz und in Frankreich und in Deutschland hat sich die Plattform bisher noch nicht so stark verbreitet. Und hier ist auch einer der direkten Konkurrenten im europäischen Raum bzw. im Dachraum, also im deutschsprachigen Raum Österreich, Schweiz, Deutschland, ist hier auf jeden Fall Bitpanda. Bitpanda hat bereits über 1 Million User und die haben auch ein leicht anderes Konzept, ein leicht anderes Angebot. Bei denen kann man zum Beispiel auch in tokenisierte Assets investieren. Ja, das ist zumindest im deutschsprachigen Raum der direkte Konkurrent und da haben die auch klar die Nase vorn, weil Swissborg sich momentan eher auf den französischsprachigen und englischsprachigen Raum konzentriert. Ändert sich jetzt aber auch, weil es die App jetzt auch auf Deutsch gibt. Heißt auch hier, ja, könnte es in Zukunft auch im deutschsprachigen Raum noch zu einem viel größeren Wachstum und zu einer viel größeren Markenbekanntheit kommen. Und so ganz generell, wenn man die Plattform vergleicht, sehe ich hier, was die generelle Usability, die Gebührenstruktur und auch den Gesamtansatz als Vermögensverwalter angeht, sehe ich Swissborg, was die Produktqualität und die Alleinstellungsmerkmale angeht, auf jeden Fall klar vorne. Und im Vergleich zu den ganz großen Anbietern wie Binance, Coinbase und so weiter oder auch traditionellen Brokern im europäischen oder generell in der Finanzwelt ist Swissborg zwar noch ein Zwerg, aber eben ich finde durch diese einzigartigen Features, die das Projekt abliefert, das sind alles Argumente, die dafür sprechen, dass sich die Plattform langfristig auf jeden Fall ein sehr, sehr viel größeres Stück des Kuchens vom Gesamtmarkt abschneiden kann. Dann komme ich jetzt zu meiner persönlichen Investment-Einschätzung zu diesem Projekt. Ich muss aber vorab einen ganz, ganz wichtigen Disclaimer machen. Ich bin bei diesem Projekt sehr, sehr voreingenommen. Man kann ein Projekt natürlich niemals zu 100% objektiv bewerten, vor allen Dingen nicht, wenn man in Projekte investiert. Bei dem Projekt gilt das für mich aber nochmal ganz besonders. Ich bin nämlich ein ICO-Investor, heißt, ich habe 2018 bei dem ICO mitgemacht und auch danach im Bärenmarkt habe ich immer wieder nachgekauft, als der Token richtig krass im Keller war. Das heißt, mittlerweile habe ich auch bereits große Gewinne mit dem Projekt gemacht, habe aber immer noch eine sehr, sehr große Position in meinem Portfolio. Und dazu kommt eben noch, dass ich als ICO-Investor auch besondere Vergünstigungen bekomme. Das heißt, ich habe zum Beispiel den höchsten Premium-Status und muss dafür sehr, sehr viel weniger CHSP staken als normale Kunden. Aufgrund dieser ganzen genannten Faktoren könnte ich also etwas voreingenommen sein, was dieses Projekt angeht und subjektiv draufschauen und eventuelle Risiken nicht erkennen, die man normalerweise vielleicht erkennen könnte. Ich habe natürlich trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen versucht, meine Research zu machen, genau wie bei jedem anderen Projekt auch. Aber ja, behaltet das bitte im Hinterkopf. Und dazu kommt natürlich noch der generelle Disclaimer, das hier ist keine Investmentempfehlung, das ist lediglich meine persönliche Meinung. Ich bin kein Investmentberater. Ihr entscheidet selbst, was ihr mit eurem Geld macht. Ihr seid selbst für eure Fehler verantwortlich und auch selbst für eure Erfolge verantwortlich.
Dann kommen wir jetzt endlich zu meiner Einschätzung. Also ich bin, wie ihr das vielleicht euch schon denken könnt, sehr, sehr überzeugt von diesem Projekt. Klar. Ich nutze die App als eines meiner Hauptinvestmentwerkzeuge eigentlich im Kryptosektor und bin auch überzeugt davon, dass Swissborg aufgrund dieser ganzen Argumente, die ich hier in der Analyse genannt habe, noch extrem wachsen kann. Ich persönlich halte eine Marktkapitalisierung im zweistelligen Milliardenbereich im nächsten Bullrun auf jeden Fall für möglich für das Projekt. Wenn mehr Leute auf die vielen neuen Features aufmerksam werden, die wir in der Analyse durchgegangen sind und die die Plattform mittlerweile liefert. Und wenn Swissborg dann auch noch ein bisschen mehr für das eigene Marketing bis zum nächsten Bullrun ein bisschen mehr Kapital einsetzt und vor allen Dingen hier auch ein gutes Timing hinlegt, dann dürfte die Userzahl noch einmal extrem explodieren, meiner Meinung nach. Weil was das eigentliche Produkt angeht, da arbeiten sie am laufenden Band und liefern auch am laufenden Band ab. Das ist, finde ich, eines der besten in der Branche. Ich sehe vor allen Dingen auch für den deutschsprachigen Raum noch eine Menge Potenzial, weil die App hier fast noch unbekannt ist. Es gibt sie aber jetzt auch in der deutschen Übersetzung. Das heißt, potenziell steht hier eigentlich auch einer größeren Verbreitung eigentlich nichts mehr im Wege, wenn generell wieder mehr Momentum in die Sache reinkommt. Was jetzt hier meine persönliche Strategie angeht, also mit Gewinnmitnahmen und so weiter, wie gesagt, ich habe bei dem ICO 2018 mitgemacht und habe dann im Bärenmarkt ja immer weiter eingekauft, also als der Kurs auch weiter in den Keller gegangen ist. Dementsprechend ist meine Positionsgröße dann im letzten Bullrun enorm hochgegangen. Ich habe auch schon Gewinne mitgenommen auf jeden Fall, habe aber immer noch eine große Position, wie gesagt, weil ich extrem überzeugt bin von dem Projekt, weil der Yield-Ertrag auf den CHSB-Token auch sehr gut ist, wie ich finde. Und wie gesagt, weil ich das Potenzial noch sehe, dass wir hier einen zweistelligen Milliardenbetrag auf jeden Fall sehen könnten. Sei es bis zum nächsten Bullrun oder innerhalb von 10 Jahren, egal. Mein Horizont ist da wie immer langfristig gesetzt. Und weil ich schon Gewinne mitgenommen habe bei dem Projekt, kann ich die Position eigentlich auch sehr entspannt halten. Für Neueinsteiger, die das Projekt vorher noch nicht kannten und die jetzt eben potenziell investieren wollen, bietet sich das gerade natürlich optimal an, weil wir vom letzten All-Time-High und generell vom Hype aus dem Bullrun wieder meilenweit nach unten in den Keller gerutscht sind. Und zum derzeitigen Preis halte ich das Projekt auf jeden Fall für extrem unterbewertet. Also wie gesagt, 700.000 Nutzer, eine halbe Milliarde Asset under Management, noch ein bisschen mehr, eine diverse breite Produktpalette, die qualitativ wirklich absolut am oberen Ende des Branchenstandards ist und dafür eine Marktkapitalisierung von lediglich 200 Millionen, das ist in meinen Augen eigentlich viel zu wenig und hier ist noch sehr, sehr viel Potenzial da. Aber hier wie immer nochmal der Disclaimer, auch wenn ich im Kapitel Risiken gesagt habe, dass ich hier speziell bei dem Projekt wenig Risiken finden konnte. Natürlich sind Investments in Altcoins immer risikoreich. Seid euch dessen immer bewusst. Ich betone es immer gerne nochmal wieder, damit das jedem klar ist. Und ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr das Risiko eingehen wollt oder nicht. Swissborg ist auch eine der wenigen Exchanges, die ich in meinem Guide, wo man am besten in Kryptos investieren und Krypto kaufen kann, empfehle. Wenn ihr die App ausprobieren wollt, dann könnt ihr gerne meinen Affiliate-Link dazu benutzen. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung oder eben auch in dem entsprechenden Guide. Ihr habt keinen Nachteil, wenn ihr das macht, sondern im Gegenteil, ihr erhaltet einen kleinen Bonus, genau wie ich eben als dann Affiliate-Belohnung. Wenn ihr eben einen Account erstellt und ich glaube 50 € einzahlt, dann kriegt man die Affiliate-Belohnung auf beiden Seiten. Ihr würdet mir damit helfen, ihr würdet meinen Kanal damit unterstützen und ihr hättet selbst auch einen kleinen Bonus, wenn ihr das macht. Müsst es aber selbstverständlich nicht tun. Ich stehe in keinem geschäftlichen Verhältnis zu Swissborg. Ich bin wie gesagt ein früher Investor, habe also Kapital in dem Unternehmen. Und ich habe eben diesen Affiliate-Link, den hat aber jeder Nutzer, den kann er in der App generieren. Also das ist jetzt kein spezieller Affiliate-Deal über Influencer oder irgendwas Sonstiges. Das war meine Einschätzung zu Swissborg. Diese Analyse gibt es wie immer auch als Artikel auf meiner Website. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video weiterhelfen konnte, dass ihr ein bisschen Mehrwert aus dem Video mitnehmen konntet. Ich danke euch fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann.